Im Jahr 1930 hat der Ökonom John Maynard Keynes prognostiziert, dass die Menschen im Jahr 2030 im Durchschnitt nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten müssen. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal nach einer krassen Utopie, aber ich werde euch heute zeigen, wieso er in der Tendenz schon richtig lag und wieso ich der Meinung bin, dass die 40-Stunden-Woche ein Auslaufmodell ist. Außerdem werde ich euch ganz am Ende vom Video erzählen, wieso dieses Thema im Moment so wichtig für mich ist und was ich für meine eigene Arbeitszeit entschieden habe. Willkommen bei Wahn und Sinn. Mein Name ist Johannes und ich beleuchte hier Wirtschaftsthemen in ganz unterschiedlichen Facetten. Wenn ihr das spannend findet, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. John Maynard Keynes war einer der bedeutendsten Wirtschaftswissenschaftler im letzten Jahrhundert. Er hat sich vor allem mit der Rolle des Staates beschäftigt in Bezug auf die volkswirtschaftliche Entwicklung. Es gibt sogar ein ganzes Theoriekonstrukt, ein Theoriegebäude, was sich auf ihn bezieht, der Keynesianismus. Im Jahr 1930 schreibt er dann das Paper Economic Possibilities for Our Grandchildren, in dem er nicht nur den langanhaltenden Trend zu kürzeren Arbeitszeiten prognostiziert, sondern auch vorhersagt, dass die Menschen im Jahr 2030 dann im Durchschnitt nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten müssen. Zu Beginn der Industrialisierung, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, arbeiteten die meisten Menschen 16 bis 18 Stunden am Tag in den Fabriken. Das sind also pro Woche über 80 Stunden Fabrikarbeit. Um diese krasse Ausbeutung zu beenden, schlossen sich immer mehr Arbeiter zusammen und organisierten sich, zum Beispiel in Gewerkschaften. Im Jahr 1889 wurde dann das erste Mal das Ziel formuliert, irgendwann nur noch 8 Stunden am Tag arbeiten zu müssen. Seit damals wird übrigens auch der 1. Mai als Tag der Arbeit gefeiert. Zu dieser Zeit stieg die Produktivität in den Fabriken immer weiter an, gleichzeitig wurden aber auch die Gewerkschaften immer stärker und dementsprechend ist der Druck auf die Unternehmen immer größer geworden, tatsächlich was zu verändern. In immer mehr Betrieben wurde so der 8-Stunden-Tag eingeführt. Zwar wurde immer noch an 6 Tagen in der Woche gearbeitet, das heißt, man kam dann auf eine wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden, aber auch die war ja schon eine deutliche Verbesserung. Während des Ersten Weltkriegs ist die Arbeitszeit dann nochmal nach oben gegangen, aber schon in den 20er Jahren war die 48-Stunden-Woche wieder Normalität. Als John Maynard Keynes 1930 also über die wirtschaftlichen Möglichkeiten seiner Enkelkinder spricht, kann er auf eine Entwicklung zurückschauen, die seine These erstmal untermauert. Ich habe mich übrigens schon mal mit möglichen Folgen von Automatisierung beschäftigt. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch gerne mein Video zum bedingungslosen Grundeinkommen an. Nachdem der Zweite Weltkrieg überwunden war, setzt sich die Tendenz zu weniger Arbeit aber erstmal fort. Ab 1952 hat der DGB als Kernforderung die Reduzierung von 6 auf 5 Arbeitstage in der Woche. Der damalige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard war dann natürlich erstmal dagegen, hat aber auch nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann soweit sein könnte. Durch das Wirtschaftswunder und die steigende Produktivität wurde auch diese Forderungen nach und nach in einzelnen Branchen umgesetzt. Und in den 70er Jahren war es dann irgendwann der Standard in der Bundesrepublik, 40 Stunden in der Woche zu arbeiten. Ab dann hatten die meisten Gewerkschaften andere Themen als die Verkürzung der Arbeitszeit und haben sich stattdessen eher für mehr Lohn oder für mehr Urlaub für die arbeitende Bevölkerung eingesetzt. Deshalb arbeiten die meisten Vollzeitangestellten auch heute 40 Stunden in der Woche. Es gibt zwar ein paar Branchen, die sind Ausnahmen, wie zum Beispiel die Metallindustrie oder auch die Autobauer, die haben eine sehr starke Gewerkschaft, die eine 35-Stunden-Woche durchgesetzt hat, aber der Standard ist in Deutschland, einfach an 5 Tagen jeweils 8 Stunden zu arbeiten. Klar ist es jetzt einfach zu denken, dass Keynes ein Idiot war und sich halt grundlegend geirrt hat. Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn seine Prognosen über die Produktivitätszuwächse waren eigentlich ziemlich akkurat. Was er sich aber damals nicht vorstellen konnte, ist die Tatsache, dass sich die Bedürfnisse der Menschen in gleichem Maße mitentwickeln wie unsere Produktivität. Er ging damals nämlich davon aus, dass es ab einem bestimmten Wohlstandslevel, wenn also die Menschen frei von wirtschaftlichen Sorgen sind, irgendwann darum gehen würde, weise, angenehm und gut zu leben. Weise, angenehm und gut. Also wenn ihr mich fragt, klingt es fast ein bisschen nach Generation Y und New Work, oder? Zur Generation Y oder Generation Y gehören ja alle die Menschen, die in den 80ern und 90er Jahren geboren wurden. Also ich genauso wie alle, die jetzt neu auf dem Arbeitsmarkt sind oder gerade dazukommen. Man sagt uns zum Beispiel so Sachen nach, wie dass wir mit dem Internet aufgewachsen sind. Ist Neuland. Und dass uns Materielles nicht so wichtig ist wie Erlebnisse oder Erfahrung. Karriere machen ist auch für viele nicht mehr das oberste Ziel, schon weil die klassischen Hierarchien in Unternehmen gar nicht mehr so angesagt sind. Deshalb vereinbaren immer mehr junge Menschen mit ihrem Arbeitgeber individuell kürzere Arbeitszeiten und nehmen die Nachteile wie weniger Geld und weniger Karrieremöglichkeiten dafür einfach in Kauf. Jetzt mal angenommen, ihr würdet genau das gleiche Geld zur Verfügung haben wie jetzt auch und habt einen Job, der euch Spaß macht. Was wäre eure Wunscharbeitszeit? Ich habe da oben eine kleine Umfrage vorbereitet, also klickt da gerne mal rauf und sagt mir, wie viele Tage in der Woche ihr arbeiten würdet. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. So,
Und weil jetzt die unterschiedlichen Unternehmen miteinander in Konkurrenz sind um die besten Fachkräfte, können die gut ausgebildeten jungen Menschen aus der Generation Y bestehende Regeln teilweise auch in Frage stellen. Ich meine, wir müssen uns ja nur mal die aktuellen Jobangebote anschauen. Da geht es jetzt nicht mehr nur um das beste Gehalt, sondern es zählen so Sachen wie flexible Arbeitszeiten oder Früchte am Arbeitsplatz oder Office-Partys oder eine Gym-Mitgliedschaft oder einen Bürohund. Was zum Teufel macht ein Bürohund? Das sind ja alles Versuche von Unternehmen, möglichst attraktiv zu wirken, um einerseits neue Talente zu finden und um die bestehenden bei sich zu halten. Aber auch die Unternehmen selber merken langsam, dass auch sie von kürzeren Arbeitszeiten profitieren könnten. Ein besonders extremes Beispiel ist Japan. Da herrscht ein so krasser Arbeitsfetisch, dass es sogar ein eigenes Wort gibt für den Tod durch Überarbeitung. Karoshi. 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 Microsoft hat jetzt vor kurzem genau da ein Experiment gestartet, um dem entgegenzuwirken. Alle Beschäftigten müssen statt 5 Tagen in der Woche nur noch 4 Tage arbeiten und das bei gleichem Gehalt. Ganz ähnliche Versuche gab es auch in Schweden und in Neuseeland von anderen Unternehmen. Auf den ersten Blick sind bei diesen Experimenten die Ergebnisse immer dieselben. Die Mitarbeitenden sind zufriedener, gesünder, kreativer. Die Microsoft-Beschäftigten in Japan sagen zu 92%, dass sie die kürzeren Arbeitswochen besser finden. Und sogar die Produktivität ist um 40% gestiegen. Die Sache hat nur einen Haken. Damit aus solchen Versuchen auch Dauerzustände werden können, braucht es diesen einen Punkt, die gesteigerte Produktivität. Den Unternehmen geht es am Ende eben um die Frage, ob die Mitarbeitenden in kürzerer Zeit trotzdem das Gleiche oder sogar mehr leisten können. Und diese Frage ist je nach Branche sehr unterschiedlich zu beantworten. Wo zum Beispiel mit Menschen gearbeitet wird, lässt sich die Effizienz ja nicht nach Belieben steigern. Also die Pflege von Alten und Kranken oder das Unterrichten an der Schule bietet ökonomisch gesprochen einfach nicht genug Effizienzsteigerungspotenzial. Deshalb gilt zum Beispiel auch das Experiment in einem schwedischen Pflegeheim offiziell als gescheitert. Die verkürzten Arbeitszeiten mussten durch zusätzliche Arbeitskräfte ausgeglichen werden und deshalb hat das Projekt am Ende zu viel Geld gekostet. Deshalb wäre es auch so fatal, wenn jetzt Menschen denken würden, dass sich kürzere Arbeitszeiten allein aus ökonomischen Gründen durchsetzen werden. Klar, das mag vielleicht für manche gut bezahlten Jobs der Generation Y gelten, wo entweder ein hoher Wettbewerb ist zwischen Unternehmen um Arbeitskräfte oder wo ein sehr großes Effizienzsteigerungspotenzial da ist. Dabei würden ja eigentlich fast alle Menschen von weniger Arbeit profitieren. Die positiven Folgen auf physische und psychische Gesundheit, das Sinken des Stresslevels und die höhere Lebenszufriedenheit wurden in diversen Versuchen nachgewiesen. Also, warum nicht diese positiven Effekte allen Mitgliedern der Gesellschaft ermöglichen? Gerade wenn unser eh schon hohes Produktivitätsniveau auch noch immer weiter steigt. Aber damit das passiert, braucht es natürlich auch die Unterstützung aus der Politik und vielleicht so wie früher auch aus den Gewerkschaften. Und da kommt wenig. Jetzt ist in Deutschland schon eine ganze Weile so, dass im Prinzip jedes unbefristete Arbeitsverhältnis reduziert werden kann. Das geht mit einer 3-monatigen Frist und bei entsprechend weniger Bruttolohn. Aber der letzte große Wurf von Gewerkschaften und SPD zum Thema Arbeitszeit war im Jahr 2018 das Brückenteilzeitgesetz. Das macht möglich, dass Menschen auch nur für eine befristete Zeit reduzieren und dann später wieder Vollzeit arbeiten gehen können. Das heißt, dieses Recht, wieder aufzustocken, wurde das erste Mal festgeschrieben. Das ist zwar total wichtig für Menschen, die zum Beispiel nur eine bestimmte Zeit ihre Angehörigen pflegen müssen, aber zeigt halt auch, dass es so eine richtige Vision für weniger Arbeitszeit irgendwie noch nicht so richtig gibt. In Finnland ist da die Regierung einen ganzen Schritt weiter. Sanna Marin, die Regierungschefin, sagt da öffentlich, die Menschen verdienen es, mehr Zeit mit ihrer Familie, mit ihren Lieben, mit ihren Hobbys und mit anderen Aspekten ihres Lebens zu verbringen, wie Kultur. Das ist zwar im Moment auch noch nicht viel mehr als eine Richtung, in die es gehen könnte, aber zumindest eine Richtung für die ganze Gesellschaft und nicht nur für den privilegierten Teil davon. Dieser Ausblick passt doch dann auch eigentlich ganz gut wieder zu Keynes, der vor 90 Jahren gesagt hat, dass unsere Freizeit immer weiter wachsen wird. Aber er hat noch was prognostiziert. Und zwar, dass wir lernen müssen, mit dieser Freizeit möglichst sinnvoll umzugehen. Also, das war jetzt echt ziemlich viel für ein Video, finde ich. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich noch viel mehr hätte erzählen können. Also, es gilt noch mehr als sonst. Guckt euch auf jeden Fall diese Quellen in der Beschreibung an, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Da ist echt einiges Spannendes dabei. Außerdem ist natürlich klar, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auf jeden Fall Wahn und Sinn und sorgt dafür, dass die Glocke aktiviert ist. Sonst verpasst ihr die nächsten Videos und das wäre wirklich schade. Jetzt habe ich ja am Anfang vom Video versprochen, dass ich noch was zu mir persönlich sage. Und
Ihr werdet es euch schon gedacht haben, es hat natürlich mit meiner Arbeitszeit zu tun. Die meisten von euch wissen vielleicht, dass ich in den letzten Monaten relativ viel gearbeitet habe in meinem Vollzeitjob für die GLS Bank und ganz besonders viel für dieses Projekt Wahn und Sinn. Es hat alles wahnsinnig viel Spaß gemacht. Trotzdem merke ich, dass ich gerne noch Zeit für andere Sachen hätte, die vielleicht unbezahlte Arbeit sind. Und von daher habe ich mich dazu entschlossen, meine eigene Arbeitszeit zu reduzieren. Und zwar auf 60% ab dem 1. Februar, also gefühlt schon übermorgen. Ich bin mir total darüber bewusst, dass ich in einer übertrieben privilegierten Situation bin, überhaupt so eine Entscheidung treffen zu können. Ich verdiene ein sehr durchschnittliches Gehalt in Deutschland und das ist im internationalen Vergleich extrem gut. Aber ich habe vor allem überhaupt keine Verpflichtungen. Ich habe keine Kinder und keine Autos, die irgendwie viel Geld kosten. Von daher, ja, habe ich fast schon das Gefühl, es gibt sowas wie eine Verantwortung, dass ich sowas jetzt mal ausprobiere, wo ich doch die Möglichkeit habe. Ich bin natürlich total gespannt, wie ihr die Sache seht. Also schreibt mir das unbedingt unten in die Kommentare. Ich diskutiere auch gerne. Also von daher, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr das doof findet, dann schreibt mir das einfach. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns nächstes Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao.